Ich darf trotz der Favoritenpunkte jetzt gegen dich betteln, ey, wie geht denn das? Kennt man ja gar nicht, dass Rappers einen Fehler macht. Ich hab erst gedacht, ich sei der Pechvogel des Jahres, aber checkte schon sehr bald, du bist der echte Unglücksrabe. Diese Freilosvergabe wird zum Strick um dein Genick, weil du den einzigen Favorit der Zwischenrunde kriegst. Glückwunsch. Lass doch mal schauen, was für eine Witzfigur du bist. Dass du hier überhaupt dabei bist, hab ich nicht mal mitgekriegt. Warum gibt man sich denn bitte so einen Scheißnamen wie Icken? Das zu fragen sollte eigentlich schon reichen, dich zu ficken. Aber schauen wir doch mal weiter, was gibt's noch vor diesem Lauch? Naja, das Opfer sieht halt aus wie so ein Otto Dieter Klaus. Und seine Runden offenbaren, wie gestört er ist. Die haben einen Rasierer und Shampoo. OMG, nein, der wird doch nicht. Bitte, Alter, cheese. Ja, okay, er hat's getan. Dann kuscheln die zusammen auf der Couch. Ich will euch das ersparen. Das war's für dich, man wird hier nach nie wieder hören von dir. Déjà vu, du gehst baden und wirst rasiert. Yeah. Alter, ich dreh dir den Kragen um, wenn du nicht gleich zu einem ordentlichen Friseur gehst. Akku, eine Zwischenrunde ist für dich schon wie ein Birthday. Du hast mir doch geschrieben, dass du ein Fan bist von ihm. Alter, wie hässlich du bist, Digga, jetzt bist heftig intim. Junge, was versuchst du mit deinen Dreckshaaren darzustellen? Ein Schäferhund mit langem Fell oder die Meerjungfrau Ariel? Junge, versuch mal mit deinem Drecksleben klarzukommen. Du hässliches Entlein mit Parkinson. Wie du mich in deinen Videos gibst, muss dir doch peinlich sein, Felix. Oder dein Selbstwertgefühl ist halt so klein wie dein Penis. Führst dich auf wie so ein Lauch und genauso siehst du aus. Dir hat man auf der Sonderschule doch immer das Pausenbrot geklaut. Du kleines Mobbing-Opfer, ich bin zwar kein Nostradamus, aber prophezei dir auch fürs VBT den Opferstatus. Ey, ich komm auf den Idiot kaum klar. Dem hätte sogar Gary Nackenklatscher gegeben, als er noch so aussah. Rapper Sim winkt mit dem Soundfall. Mich als Gegner, oh, hey, die wollen dich raus haben. Fehler macht jeder, ich kann's ab auch gar nicht übel nehmen, dass er mich beim Freilosverteilen irgendwie übersehen hat. Wir haben's geklärt, da hat etwas im System nicht ganz geklappt. Es tut ihm leid und uns gut zu machen, regelt er da was. Damit jeder Favorit doch noch sein Freilos erhält, krieg ich den schlechtesten Verbliebenen im Teilnehmerfeld. Dich, mein Freilos. Und während du mit deinen Schwuchtelkumpels am Kuscheln bist, wird deine dumme Untermenschenmutter in den Mund gefickt von Hunderten. Ich komme vorbei und reiße dir dein scheiß Metall aus der Fresse. Dein Wannabe-Style ist einfach peinlich, du Faggot. Du bist ein wertloser Bastard-Icken. Ey, deine Eltern hätten damals besser gepennt, mal anstatt zu ficken. Dicker, du wirst selbst von deinen Leuten rasiert. Deine Videos sind der letzte Schliff, damit's deutlicher wird.